Maike, welche Farbe soll ich durchschneiden? Ich weiß es nicht. Rot oder blau? Ich würde sagen, rot. Wieso muss ich mich eigentlich entscheiden? Bist du dir sicher bei rot? Nein. Och Mann, ich weiß es auch nicht. Du warst doch dabei. Ja, du doch auch. Und wir haben keine Sicherheit. Dann nehme ich rot. Oh, scheiße. Der Elektrolytkondensator, den haben wir falsch mal eingebaut. Ich bin Gregor, dualer Student bei der PTB im Studiengang Elektro- und Informationstechnik. Ich bin Maike und ich bin ebenfalls dualer Student. Was mir besonders gefällt, ist, dass wir die Lerninhalte, die wir in Ostfalia lernen, hier praktisch anwenden können, dass wir Schaltungen haben, dass wir die aufbauen, Versuche durchführen, wie zum Beispiel das Bombenbeispiel eben oder auch andere Aufbauexperimente, die uns Spaß machen. Ich wollte generell immer forschen und man ist hier natürlich sehr nah an der Forschung. Es gibt sehr viele Fachleute für verschiedene Bereiche. Also von Mathe über Elektrotechnik, Digitaltechnik bis Informatik ist alles dabei. Man lernt Programmieren, man lernt Schaltungen zu entwerfen, zu dimensionieren. Ja, man kann, glaube ich, sagen, man wird als Ingenieur ausgebildet. Und es steht da, oder es steht an der Fachhochschule auch so der praktische Teil im Vordergrund, dass wir nicht die ganze Zeit Theorie nur mit Sinus und Cosinus rumhantieren, sondern uns dann die Ströme, wirklich mit den Strömen am Ende zum Beispiel arbeiten können. Also die Ausbildungsqualität hier ist auf jeden Fall sehr hoch. Beim Bewerbungsgespräch wurde mir auch gesagt, der schlechteste Abschluss war 1,3. Da musste ich schon einmal kurz schlucken. Aber jetzt, wo ich hier angefangen habe, sehe ich auch, dass es definitiv möglich ist, mit der Unterstützung, die einem hier zugetragen wird, das Ziel zu erreichen. Ich würde definitiv wieder hierher kommen, auch wieder mit dem Studiengang. Es macht sehr viel Spaß. Man hat coole Leute um sich herum. Wenn man ein Interesse fachlich für die Richtung Elektrotechnik hat, ist das auf jeden Fall das Richtige.